unten im Loch. Sie geben an, unsere Retter zu sein und dass wir ohne sie verhungern werden. Unsere Kinder brauchen Arbeit, aber die Versprechen dieser Leute ergeben keinen Sinn. Wie kann man etwas retten, indem man es zerstört? Ja, das ist eine gute Frage. Es handelt sich wahrscheinlich um diese ganze Giftmüllsache, um diese ganzen Giftmüllmittel, die wir da im Wald gefunden haben. In dem abgestorbenen Wald. Ich frag mich, was die da machen. Bauen die da irgendwelche Mineralien ab? Mining App. Okay. Wahrscheinlich irgendwelche Minenarbeiten, könnte ich mir fast denken. Und dazu brauchen die das irgendwie, um Mineralien zu trennen oder was weiß ich, irgendwie sowas. Dafür werden wahrscheinlich die ganzen Chemikalien sein. Und hier sehen wir ganz viele Protestmärsche. Die Polizei ist auch vor Ort, um das Ganze zu kontrollieren. Hier die ganzen Bagger. Ich frage mich, ob man auch das Giftmüll sieht. Nee, noch nicht. Da ein Kipplader. Okay. Was sehen wir noch? Das ist wahrscheinlich... Ist das die Frau? Und das ist wahrscheinlich... Ja, keine Ahnung, wer das ist. Aber ist auf jeden Fall ziemlich niedergeschlagen. Aber ich schätze mal, es ist die Frau, weil sie da auch den Spinnenanhänger hat. Ja, irgendwas ist geschehen und wir wissen es nicht. Vielleicht hat sie da sogar gearbeitet. Das kann natürlich auch sein. Oder sie hatte eine ihrer Kinder verloren. Das kann auch sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. So, und hier hat sie wohl ihre Jacke an den Nagel gehangen. Egal wer auch immer. Wenn das die Mutter war, wird sie wohl ihre Jacke an den Nagel gehangen haben. Und nie wieder den Ort betreten haben und betreten wollen. Was ich gut nachvollziehen kann. Denn an sowas erinnert man sich ja nicht gerne. Wundert mich, dass es da überhaupt einen Eintrag drüber gibt. Hätte mich nicht gewundert, wenn es keinen gäbe. Wir haben ja auch keinen Stoffanhänger bekommen. Im letzten Part. Im Level unten im Loch. Ich glaube, das war auch so gedacht. Ich hoffe, wir haben das nicht irgendwie versiebt. Aber das wäre natürlich auch gut möglich. Das wäre sogar sehr gut möglich. Hier haben wir keinen Stoffanhänger bekommen unten im Loch. Aber wir wollen jetzt zum nächsten Level gehen. Wie viel ist genug? Für die Natur und für einen selbst. Oha. Alter. Ich frage mich, ob die das mit Computern bearbeitet hat oder haben oder ob das wirklich so aussieht. Ein giftgrüner See. Alter Falter. Wird bestimmt kein besserer Levelabschnitt. Oh nein. Ah, okay. Wir müssen dem Raben hinterherjagen. Oh mein Gott. Und was sehen wir hier? Irgendein Mann mit Krawatte. Wahrscheinlich der CEO von der Firma. Okay, da unten liegt was, was ich haben will. Der CEO der Firma, der sich jetzt hier ganz betroffen zeigt. Und wahrscheinlich sagt, oh, das war so nicht meine Absicht, das war so nicht gedacht, das sollte niemals geschehen. Aber in Wahrheit geht es den Leuten doch meistens nur um eines, und zwar um Geld. Ja, Geld regiert die Welt. So, wie komme ich da unten hin? Was jetzt ein Fehler ist? Ich hoffe nicht. Ich will da unten hin. Alter! Ja klar, wie soll ich denn da hinkommen? Alter! Okay. Alter, das ist ja mal richtig mies. Wie soll ich das denn schaffen? Okay. Muss ich da mit der... Komm dahin, ich will dahin. Ach, verdammt. Okay, da kommen wir so eh nicht durch. Da müssen wir irgendwas zum Schwimmen holen. Hoffe ich zumindest. Aber hier können wir auch nicht irgendwie durch, ne? Ich will da unten hin. Und ich will wissen, wie. Wie kommen wir da hin? Na komm. Wie sollen wir denn da hinkommen? Wurde schon zum 15. Mal gegrillt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier am
am Levelanfang rumhängen. Ah, vielleicht kommen wir da später irgendwie hin. Hm. Oder, na. Müssen wir hier vielleicht einen Knoten reinmachen? Ich glaube, wir müssen uns einfach nur genau da hinten ran schwingen. Ja, wie soll man das denn machen? Weiter runter. Nein! Verdammt! Da kommt man doch sonst nicht hin. Da braucht man doch irgendwas zum Schwimmen. Und den Kram da unten kriegt man nicht hoch. Die dumme Dose hier. Ich probiere es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich weiter. Versteht ihr hoffentlich? Okay. Na okay, so. So und... Hoch mit dir. Nein, lass dich bloß nicht hängen. Jani. Schwing doch. Hä? Geht das wegen der Suppe nicht, oder? Oh Mann. Wie soll ich denn da sonst hinkommen? Jetzt bin ich wieder zu tief gekommen. Verdammt. Na okay, lassen wir das. Na, lassen wir das. Klettern wir jetzt einfach mal weiter. Wahrscheinlich ergibt sich die Lösung gleich von selbst. Ich war einfach nur zu Panne, um das mal wieder zu checken. Okay. Okay, ich möchte wissen, was da unten ist. Vielleicht ist da irgendwie eine... Ah, nö, da ist keine Dose oder so. Da ist Dynamit. Okay, es handelt sich auf jeden Fall wahrscheinlich um Minenarbeiten. Halleluja! Ahahaha! Na, boah, war das knapp. Ich würde sagen, es handelt sich um Minenarbeiten. Ihr könnt mich natürlich gerne korrigieren. Okay. Bin gespannt, wo wir hier hinkommen. Okay. Hier können wir nach unten klettern, warum auch immer. Gibt es da unten was für uns? Ich bin ja ein neugieriger Matrose. Scheinbar nicht. Da oben ist auch nichts. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier runter. La-na-na. Ohohohoho. Das wäre beinahe unser Ende gewesen. Ich sehe dich da oben. Okay. Ich hab dich nicht vergessen. Ich will zu dir. Okay, wie kommen wir da oben hin? Einfach loslassen und... Ach so, okay. Ich dachte schon. Aua, nein! Was war das denn für lames Ende? Oh Mann. Da oben, von hier aus können wir da oben ja nicht hin. Mano! Okay. Nein. Oh, ich wollte gerade sagen, das war ein Fehler. Das war nicht immer so hektisch. Okay. So, und... Ah. So, jetzt sind wir ein bisschen Sicherheitsabstand. Na, fall runter. Ja, Mann, warum schwingt er sich denn da immer so hin? So, jetzt aber. Alles klar. Muss ich nur richtig platzieren, dann kriegt man die Brosche. Oder den Anhänger oder was auch immer das ist. Nein. Okay, wo geht's jetzt hin? Die Kamera zoomt so bedrohlich ran. Kommt hier gleich ein glühender Killerhamster? Ha! Erdrutsch. Okay. Lass mich mal hier auf das Kupferrohr. Dann müssen wir gleich wahrscheinlich oben in das Fenster reinspringen. So nehme ich einfach mal an. Okay. Ein altes Büro und da unten ganz viele Kakerlaken. Und hier vernichtet ein Vorstand oder irgendein anderer Chef.
Okay, die sind gefährlich. Alter! Killer-Kakerlaken! Sie fressen Menschen! Da vernichtet irgendein Vorstand ganz schnell irgendwelche belassenen Akten. Alter, was für miese Viecher! Alter! Nein, nein! Okay, ich will jetzt noch einmal ganz kurz probieren, ob wir da unten... Müssen wir hier... Ah, okay. Ja, siehste? Ob wir das einschalten müssen. Killer Kakerlaken. Igittigit. Wir können doch jetzt... Jetzt ist die Frage. Können wir die Lampe auch drehen? Moment, ich möchte da mal einen Knoten dran machen, damit wir da immer wieder hinkommen. Mach da mal was dran. Sehr schön. Haha, Alter, dieses Geräusch, ne? Ekelhaft. Hä? Okay, wo müssen wir denn hier hin? Mano! Irgendwie... Ach, wir können uns ja auch hier oben... Na toll. Alter, diese... Hört ihr das im Hintergrund? Dieser Wechsel der Musik. Dieses Seitengeziepe, nenne ich das jetzt einfach mal so. Ekelhaft. Das hört man immer in Horrorfilmen, wenn da ganz viele kleine Krabbelkäfer rumlaufen. Was ja hier auch der Fall ist. Okay, im Licht sind wir sicher. Okay. Alter, diese... Ja, wie kommen denn jetzt da hoch? Hahaha! Ekelhaft. Bah, der Kakerlaken-Wahnsinn, Alter. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Nein, da hinten gibt's ja nichts. Hä? Oh, jetzt starten wir doch nichts. Verschwindet, blöde Mistviecher. Da muss ich einfach nur... Hä? Okay, gehen wir mal da hoch. Können wir nicht... Nee, da hinten irgendwie hinleuchten können wir auch nicht. Nein! Ich möchte auf den Schrank. Und Sprung! So. Zack. Können wir da nicht irgendwie rüberspringen? Wir brauchen noch das... Aha. Wie kommen wir denn da am besten hin? Ich weiß gerade nicht, wie wir weiterkommen. Hä? Wo müssen wir denn hin? Oh oh, ich glaube, das war ein Fehler. Blöde Viecher. Ha. Oder müssen wir uns... Können wir den greifen? Ne, können wir auch nicht. Wir müssen ja irgendwie da hinten weiterkommen. Nur wie? Das ist die Frage aller Fragen. Ich hasse diese Mistviecher. Wie kommen wir da hinten hin? Mit dem Stuhl wahrscheinlich, ne? Aber... Wie soll das denn gehen? Müssen so eine Lichtbrücke bauen, ja. Okay. Endlich check das mal. Eine Lichtbrücke. Na, lass mich rüber da. Und Sprung. Na los, rüber.
Komm wieder her zu mir. Jetzt roll den bloß nicht zurück. Aber wo müssen wir denn danach hin? So, dann kletter mal da rüber. Nein, 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 lass dich bloß nicht auffressen. Was machen wir denn hier, Mann? Hm. Ah, die Lampe ist weg. Okay, schaffen wir es jetzt da so rüber? Schaffen wir nicht, nein! Oh. So, jetzt haben wir es endlich gerafft. Nein, 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 oh, verdammt! Oh, Mann. Ich bin doch gesprungen, wirklich. Oh. Manu! Ach ja, okay. Können wir den noch... Ja, wir können die Lampe noch weiterholen. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir es machen müssen. Alter, diese ekelhaften Kakerlaken. Die fressen bestimmt auch Menschen. Könnte ich wetten. So. Das Licht geht an und... Ihr blöden Viecher. So, jetzt gehen wir rüber und schieben. So. Und jetzt haben wir es geschafft. Wow. So, das kommt da rüber. Können wir... Ne, können wir nicht. Aber wir müssen den Schalter wahrscheinlich umlegen, ne? Ah, Licht. Und es wart Licht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das Ding da als Gewicht benutzen. Oder? Wie auch immer wir das machen. Na komm! Geh runter. Achso. Okay, wie machen wir das? Ein kürzeres... Ne, ne, ne. Moment. Kriegen wir das da hinten auch weg? Ne, kriegen wir nicht. Aber wir können jetzt das Seil lösen. Und das Seil ein bisschen strammer ziehen. Und dann... Müssten wir eigentlich... Genau, die Luke aufbekommen. Sehr schön. Jetzt bloß nicht wieder von Kakerlaken gefressen werden. So, endlich ist dieser Kakerlakenraum erledigt.